Und da waren wir auch. Okay. Tja, ich habe auch nur leere Becher und staubige Stühle gesehen. Ein deprimierender Anblick. Das ist zu Alphinogen. Vielleicht hat er eine Spur. Wird seine Laune wieder besser. Wieso das denn? Hast du was gefunden? Ich sagen, bei mir hat alles mit Mira angefangen. Davor bin ich ihr noch so innerlich dankbar. Aber ohne ihr würde ich derer nicht kennen und ohne derer wäre ich nicht hier gelandet, sondern von halt da hätte ich euch nicht. No. Ja, und bei mir hat alles mit, oh Gott. Eigentlich hat alles mit Let's Plays bei mir tatsächlich angefangen. Let's Play oder dann vom Stream. Da bin ich heute gelandet. Ein Teil davon habe ich tatsächlich zum Beispiel auch Dufte zu verdanken. Also nicht Duft des Streams, sondern Dufter Typ. Ne? Da, wo ich auch auf das hinraide. Dem habe ich tatsächlich in dem Punkt auch einiges zu verdanken. Ich weiß nur, als kleines, also als wirklich kleiner Teenager. Tuse. Ich war so im Fangirl-Modus. Ich weiß auch, wie ich durch das Let's Plays früher geschaut habe. Heute noch, aber. Da. Langer, langer Weg bis hierhin. Langer, langer Weg. Leider nicht. Die Stadt ist vollkommen verlassen. Aber ich bin auch nicht weit gekommen. Bei mir war es genauso. Was sollen wir jetzt machen? Kein Leben in Sicht. Und auch kein Weg. Überall sieht man Spuren des täglichen Lebens. Es ist, als wären gerade noch alle da gewesen und dann urplötzlich verschwunden. Wie viele solcher toten Planeten hat Metheon wohl auf ihren Reisen gefunden? Ja, so. So könnte es sein. Alle sind fort. Und doch ist noch jemand da, der sich diese Apokalypse herbeisehnte. Ich glaube, Alizée und ich können dieses Rätsel lösen. Nein. Ey, kommt. Auf gar keinen Fall, ey. Ne. Ey, Alphino könnt ihr haben, aber nicht Alizée. Ne. Nein. Nein. Mach ich nicht. Vergesst es. Nein. Ey, Alphino könnt ihr von mir aus haben. Den könnt ihr geschenkt haben, aber... Ey, ich... Nein. 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 Nein, ich habe euren Eltern versprochen, ich bringe euch nach Hause. Nein, mach ich nicht. Mhm. Das weiß ich doch. Nein. Aber ich darf diese Möglichkeit nicht ignorieren. Ich muss an die anderen denken. Und an mich. Du weißt doch, warum ich mir Sorgen mache. Nicht so sehr um mich, sondern... um dich. Es kann nicht einfach sein, immer die Last der anderen auf den eigenen Schultern zu tragen. Du wirst sie umso schwerer spüren, wenn du alleine bist. Als dein Freund kann ich es kaum ertragen, dass dir so viel aufgebürdet wird. Nein. Ich
das nicht zu. Nein, ich auch nicht. Es ist einfach zu viel verlangt. Ich kann sie nicht alleine lassen. Nicht, wenn sie uns so braucht. Sie ist doch unsere Freundin. Sie hat mich, uns, schon so oft gerettet. Sie hat die ganze Welt schon so oft gerettet. Es ist nicht gerecht. Alice, ich habe einen Plan. Dieser Ort wird von Gefühlen geformt. Wir werden nicht nur einen Weg herausfinden, wir werden etwas noch viel Besseres vollbringen. Hör mir genau zu. Wo sie hingeht, wartet ein glückliches Ende. Egal wie hoffnungslos uns die Dinge erscheinen, das dürfen wir nie vergessen. Verstehst du? Nein. Das stimmt doch, oder? Du wirst immer voranschreiten, nicht wahr? Ich wusste es. Die Welt wartet auf uns. Da seid ihr ja wieder. Ihr habt also niemanden. Ich will so in die Fresse hauen. Es ist, wie du gesagt hast. Keiner da. Außer dir, Meteon. Du hast gesagt, dass der Planet tot war, als du ankamst. Wahrscheinlich ist es dir wie uns ergangen. Der Anblick der Ruinen hat dich mit Grauen erfüllt. Alles Leben ausgelöscht, von einem Moment auf den anderen. Es hat dich zutiefst erschüttert. Dir aber blieb nichts anderes übrig, als die traurige Nachricht zurück zu Hermes zu tragen. Deine Schwestern, die gedanklich mit dir verbunden sind, haben eine nach der anderen dasselbe getan. Schockiert vom Anblick des Niedergangs dieser Sterne seid ihr der Hoffnungslosigkeit verfallen. Ihr wurdet von euren Gefühlen überwältigt und löstet ungewollt... Hat das leider schon, Mappa. Jeder, der solches Leid erlebt, muss zum gleichen Schluss kommen. Am Ende des Pfades liegt nichts als Niedergang und Tod. Es ist seltsam. Ich habe die Verzweiflung so vieler Planeten gespürt und doch vergessen, dass ich einst so dachte. Meteon, wenn du dich daran erinnerst, kannst du es noch aufhalten. Zu spät. Das Requiem derjenigen, die das Leben hassen und das Ende verkünden, haben den Fluss meines Daseins zu einem schlammigen Strom getrübt. Und wie sehr wir uns auch gegen diese Hoffnungslosigkeit stemmen mögen, wir sind nichts im Angesicht der schrecklichen Wahrheit. Die Bewohner von Ea wussten es. Der Kosmos währt nicht ewig. Es ist wahr. Ein Stern nach dem anderen erlischt, bis nichts als Eiseskälte übrig ist. Ich habe das Dynamis genutzt, um diesen Prozess zu beschleunigen. Damit der Kreis des Leidens gebrochen und nie wieder etwas Neues geboren wird. Bis dahin vergehen Äonen,
Deswegen habe ich die letzten Tage von Aetheris vorzeitig herbeigerufen und dem Leben unnötiges Leid erspart. Seid unbesorgt. Das Leben wird enden. Auch wenn keiner von euch da sein wird, um es zu bezeugen, werde ich das Ende mit meinem Lied besingen. Du bist zu Unglaublichem in der Lage. Und trotz deiner Kräfte bist du nichts als ein Feigling. Du hattest so viel Angst davor, was vor dir liegt, dass du es vorzogst, alles zu zerstören. Ich verstehe dich sogar. Wir waren alle mal an einem Punkt, an dem uns die Angst zu ersticken drohte. Wir sind gestürzt, aber wir sind jedes Mal wieder aufgestanden. Sie wird hundertprozentig der Endboss. Und wenn wir nicht wussten, wie, haben wir es eben gelernt. Es braucht Mut. Man muss sich helfen. Kommt gleich. Dann kann man Trauer. Sage, es kommt vorher noch eine Inni. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt, ob noch eine Inni kommt. Man scheitert. Rufo kommt auf jeden Fall. Es gibt Wunden, die nie heilen. Aber daran wächst man. Das alles ist Teil des Lebens. Deswegen schreiten wir weiter voran. Ist. Frag mich mal, Mappa. Frag mich mal. Ja. Sie warten echt alle, ey. Fuck, nur mit Skarvin. Ja, aber ich weiß so. Bitte. Definitiv. Bringt sie heil zurück. Ey, bitte lass das Ende noch irgendwas reißen, ey. Bitte. Ohne Scheiß, ey. Nein. 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 Wehe. Was ist mit dir? Wehe. Wehe, das passiert gleich. Nichts. Es ist schon wieder gut. Wehe. Tartaro wird zerbrechen, ja. Alles wird wieder gut. Das spüre ich. Ey, wehe, das passiert gleich. Entschuldigt die Störung. Soeben hat ein Schiff angedockt und an Bord ist jemand, der den Bund der Morgenröte zu sprechen wünscht. Nein. 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 Nicht ernsthaft. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Ja, ich glaube. Alle anderen sind ja da. Hundertprozentig ist Xenos da gerade lang marschiert.
Weil es halt auch so eins zu eins nach ihm klingt, ne? So von den Schritten her. Wer sollte sonst so übrig sein? Die anderen sind entweder tot. Da vor Ort. Kann alle wiederholen. Ja! Ach, nicht noch die Musik. Ey, komm. Ich bin schon emotional am Ende. Ich bin schon in ein emotionales Wrack. Ich kann auf jeden Fall kein Reittier mehr benutzen. Das Spiel gibt vor, dass man geht. Wir dürfen nicht rennen. Es zwingt uns zu gehen. Was tust du hier? Alter, wie episch kann man es denn noch machen? Wenn du zu einer Gefahr für diese Welt wirst, werde ich dich auf den rechten Pfad lenken. Verzagt bitte nicht. Ihr seid nicht ohne Freunde. Ich wir segeln als eins. Seite an Seite werden wir die Wasser der Zukunft kreuzen. Für all jene, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft starben, werden wir den Frieden erreichen. Ey, ganz ehrlich. Es macht mich gerade so enorm fertig, dass du gehen musst. Du darfst nicht reiten. Das ist so. Geh nicht über los. Zieh keine 400 ein. Und geh direkt ins Gefängnis. Ungelogen. Und ich wollte es morgens zu Ende spielen. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Hoffnungsvoll sehen wir nun der Zukunft entgegen. Einer Zukunft, die wir selbst in die Hand nehmen. Papa Limo. Das ist. Wir alle haben einen Weg zu gehen, dessen Ziel in Ungewissheit liegt. Alter, wie mies ist diese Scheiße, ey. Deshalb lasst uns beten. Vielleicht dringen unsere guten Wünsche dorthin, wo uns der Zugang verwehrt ist. Für beide am Ende. Ja, das ist doch echt gut aus, ja. Habe ich noch niemals ein Wesen mit so starkem Herzen gesehen. Das ist mega geil. Da ist das Ende. Licht ist noch nicht erloschen. Das Ende. Und solange es brennt, wird auch die Morgenröte den Himmel erhellen. Einfach nicht. Zeit, die Sache zu beenden.
Scheiße, ich bin jetzt schon am Heulen. Das ist das Ende. Unser Sternengrab kann nicht weiter existieren. Hatte ich es nicht gesagt? Es ist eine Welt, in der das Leben keine Bedeutung hat. Sie haben ihre Leben gelebt, doch am Ende bleibt nur ein Fluch. Wie geht man in 14? Kein Gebet wurde erhört. Numpad Slash. Nicht ein einziges Mal. Egal wie viele Gedanken sich auch vereinen, sie haben keinen Ort mehr, an dem sie existieren können. So war es von Anfang an. Deswegen wollte ich, dass du auf Aetheris wartest. Was du auch tust oder nicht tust, es wird den Seelen deiner Freunde keinen Frieden bringen. Machen wir dem Leid ein Ende. Was sonst bleibt denn zu hoffen? Wenn unsere Seelen überstehen, kann der Kristall Azem sie in diese Welt zurückrufen. Aber das darf nicht geschehen. Deshalb kommt dieses Ende auch viel zu früh. Das Schlimmste ist dieser Satz von Istola. Wir können sie damit zurückbringen, aber wir dürfen nicht. Das bedeutet, dass wir nach dem Kampf, wenn alles geklärt ist. Auf was habe ich gewartet? Nach welcher Antwort? Wenn wir noch alles geklärt haben, können wir das doch wiederholen. Für mich. Denn mit den Erinnerungen lebt auch die Hoffnung weiter. Vielleicht besteht also noch Hoffnung, dass wir uns irgendwann wieder erinnern. Selbst wenn es erst im Tod ist. Vergiss nicht, bitte, was dir aufgetragen wurde. Bitte lass sie wiederholen, bitte. Bitte, komm schon. Komm schon. Bitte. 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 Irgendwie. Okay. Das sind die falschen Leute. Nicht, dass du uns nicht vergessen sollt. Was für einen Unfug treibst du da, Hermes? Wegen dir muss ich auf meinen wohlverdienten Schlaf verzichten und mir diese irrgeleitete Reise weiter ansehen. Vor allem, sie sind genau in dem Punkt, wo sie damals aufgehört haben. Es ist doch unterhaltsam, wie sie alle aufgeregt daherlaufen. Hallo Leute. Tag. Wenn sie ihr seid, wieder da. Es wäre ein Jammer, wenn wir verschwenden, bevor das Spektakel vorbei ist. Hi. Danke, dass du uns gerufen hast. Ja, muss ich mir jetzt die Frage stellen, wie ihr das geschafft habt über die Jahre? Wer seid ihr? Gut, dass du den hier noch so gleich... Nur zwei Schatten, die bald verschwunden sein werden. Mhm. Keine Sorge, ich habe nicht mehr die Kraft, dich zu vernichten. Die verlor ich, als diese grässliche Axt mich durchbohrte. Ach die, ja, ich erinnere mich. Unser Wiedersehen dient einem anderen Zweck. Typisch Venat. Sie hasst es zu verlieren. Doch ich frage mich, warum sie mich hier zurückgelassen hat. Um der Geschichte etwas Kontinuität zu geben? Oder um mich daran zu erinnern, wie die letzten Tage wirklich aussahen? Jetzt wissen wir zumindest, warum er dir erzählt hat von der...
eine Story war. Lege ich es mal wohlwollend als gelungene Pointe aus. Wie auch immer, diese Kehrtwendung macht mein Leben um einiges leichter. Ich sollte ihr dankbar sein. Mhm. Aber eins muss man ihr lassen. Uns ausgerechnet hier zusammenzuführen, das hat sie raffiniert eingefädelt. Kein Wunder, dass wir mit unseren grobschlächtigen Plänen nicht gegen sie ankamen. Dann will ich noch eins sagen, als Geschenk an die letzte der Ursprünglichen. Verkünderin der Apokalypse, unser Ende verkündest du nicht. Lass dir das von einem gesagt sein, der die gesamte Geschichte dieses Gestirns durchlebt hat. Wo wir schon einmal hier sind, sollten wir eine Kostprobe unserer Schöpfungsmagie geben. Leg los! Die Gefühle deiner Gefährten umgeben uns. Wenn wir mit unseren Künsten ein wenig nachhelfen, werden sie dir einen Weg weisen. Du brauchst es nur zu denken. O Weisheit, die dem Stern der Dämmerung sein Gesicht gab. Unser ist die Kraft der Schöpfung. Meteon, ich habe dir die Gabe gegeben zu fliegen. Aber auf dem Pfaden dieses Planeten zu schreiten, dein Leben zu leben, das habe ich dir nicht beigebracht. Doch verzage nicht. Während deiner langen, langen Reise durch das Universum wirst du sicherlich auf jemanden treffen, der das kann. Blumen. Ja, wunderschöne Blumen sollen dich ans Ende deiner Reise führen. Kennst du das Land, wo die Elpisblumen blühen? Es ist ein Land, in dem die Zukunft nie verloren scheint. Solange ihre Blüte besteht, strahlt auch hier noch das Leuchtfeuer der Hoffnung. Hatte ich erwähnt, dass die Seelen deiner Freunde nicht für immer in den Schatten wären müssen? Rufe die, die an deine Seite gehören. Bitte. Bleiben sie auch oder verschwinden sie wieder? Ich glaube, sie bleiben, oder? Na? Sehe ich nicht prächtig aus? Ach, halt die Fresse. Dann sieh mich mal an. Alter, Leute, ist das euer einziges Problem? Also wirklich, hatte ich es dir nicht verboten? Danke, auf dich ist Verlass. Kehren wir zurück. Auf Aetheris erwartet man uns sicher schon. Was? Ihr wollt mich jetzt den Scheiß hier alleine machen lassen? Eine Katastrophe haben wir auch noch abzuwenden. Ich wollte gerade sagen. Hallo. Na, wie waren wir? Scheiße.
Los, Scheiße wart ihr. Und diesmal alle zusammen. Verschmolzen. Trauer, Leid, alles ist vereint. Bitte, das Leid muss endlich aufhören. Es ist soweit. Der Weg ist frei. Tja. Kehrt ihr zurück in den Sternengrund? Wohin sonst? Ich werde wohl kaum Heidelin um ein zweites Leben bitten. Eure Zukunft ist anders als meine geliebte Vergangenheit. Deswegen habe ich euch mit aller Kraft bekämpft. Es ist nicht zu leugnen, dass ich verloren habe. Das gestehe ich ein, so wie ich jetzt vor euch stehe. Freut euch nicht zu früh. Was auch immer ihr euch wünscht, es wird eines Tages in einer Apokalypse zunichte gemacht. Beenden wir diesen Akt. Senken wir den Vorhang und lassen den Beifall verhallen. Damit ich meinen nächsten Auftritt beginnen kann. In einer neuen Rolle. Auf einer neuen Bühne. Aber mit vertrautem Ensemble. Bist du durch die Ruinen auf dem Boden des Myriadenmeeres gegangen? Hast du im eisigen Norden Otards das unbarmherzige Blindfrost durchschifft? Und die Schatzinseln gesehen? Was ist mit den goldenen Städten der neuen Welt? Die Götzenstatuen der südlichen Inseln, geschaffen von längst vergessenen Bewohnern? Weißt du, wie das zu Zeiten der Alager niedergerannte Miracidia heute aussieht? Sogar dein Eorzea hat noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben. Ich denke da nur an die wahre Gestalt derer, die ihr die 12 Götter nennt. Sieh dich um. Jeder der Splitter ist so reich an Kultur, dass keine Bibliothek es je beschreiben könnte. Du trägst Azems Kristall, also folge der Neugier
und entdecke deine Welt. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Wir werden uns wiedersehen. Die Frage ist nur, in welcher Gestalt. Wenn es soweit ist, werden wir sicher wieder eine Menge Spaß zusammen haben. Bitte lass mich da aus dem Spiel. Alter Grießkram. Wartet immer noch eine Quest. Eine. Ich erwähne es nur mal. Eine Quest wartet noch. Eigentlich. Ach komm, jetzt nicht schon wieder die Musik. Wenn wir wiederkommen will, gibt es dann im nächsten Kapitel wieder erschienen. Ich glaube nicht. Die Geschichte, höchstens vielleicht, dass man quasi ein anderes Splitter reißt, aber ich glaube nicht, dass die Ashians auf diese Art und Weise wiederkommen. Nicht in dem Sinne, wie wir sie kennen. Wenn es so sein sollte. Glaube ich nicht. Wobei ich es auch noch gar nicht wissen will. Davon ganz abgesehen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will mich einfach komplett überraschen lassen. Im Erzähl ist immer so schnippisch. Dabei meinte ich es doch gut. Er kann wohl nicht anders. Aber Hyslodeus und er haben dir beigestanden und einen Weg bereitet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich werde alles tun, um Emmet Seychs Wunsch in Erfüllung geht. Beenden wir jetzt diesen Akt. Das ist das große Finale. In 2 Jahren wissen wir mehr, ja. Wahrscheinlich wird das Kampf. Ja, Bosskampf wird jetzt kommen. Bosskampf wird jetzt wahrscheinlich kommen. Irgendwas. Ich muss ja sagen, ich habe Emmet Seych tatsächlich gehasst, ne? Ich hatte einen Hass auf ihn. Endwalker hat es tatsächlich geschafft, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich mag ihn immer noch nicht so wirklich zu 1000%, aber meine Meinung zu Emmet Seych hat sich auf jeden Fall geändert. Puh, bereit fürs große Finale? Ich möchte jetzt ein deftiges Ja hören. Nein, da habe ich ihn noch lieber. In Shadowbringers konnte ich ihn nicht ab. In Shadowbringers habe ich ihn gehasst. Hä? Schon wieder verpasst. In Shadowbringers habe ich ihn echt gehasst. Wie gesagt, Endwalker hat es geschafft, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Im Sternengrab erwartet uns all die Verzweiflung, die sich mit Theon angestaut hat. Die geballte Hoffnungslosigkeit derer, die im Leben keinen Sinn finden konnten. Aber es ist wie bei den anderen Zivilisationen hier in Ultima Thule. Wir dürfen nicht auf sie herabsehen, nur weil sie gescheitert sind. Wenn wir unseren Weg zu leben als den einzig richtigen ansehen, können wir nicht gewinnen. Nein, wir müssen Verständnis für ihre Verzweiflung zeigen und ihnen Hoffnung bringen. Dann, nur dann, können wir vielleicht vorankommen.
Nee, das war echt mega. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt war er halt echt. Er war toll. Also ich, jetzt. Wenn's uns das nicht gelingt, reichen wir uns die Hand, stärken uns den Rücken. Wie ihr das immer für mich getan habt. Anja, jetzt hier einen Spott. Ich fand ihn die Scheiße aber nicht gut. Ich war da sehr gespalten. Wie gesagt, ich mochte ihn halt nicht wirklich. Es war nicht so ein Hass, wie ich ihn gegen Xenos gefühlt habe. Oder gegen diesen komischen Asia Ashian oder wie da hieß. So ein Hass war es nicht. Es war einfach wirklich eine komplette Abneigung. Komplett unsympathisch. Und einfach nur ne. Und hier hat sich das halt wirklich um 180 Grad geändert. Also hier kann ich echt sagen, yo. Bevor, dass wir unsere Freunde wieder haben, ja. Aber ohne Scheiß, ich liebe das Lied, was gerade läuft, ne? Was die ganze Zeit schon läuft, ich liebe das Lied. Ich liebe es. Du sagst es. Auf geht's. Gib ihm. Es kommt erst eine Inni. Erst eine Inni deiner Prüfung. Let's go. Wie episch kann... Square, wie episch wird sich die Musik haben? Ja. Okay. Minuten. Oh, Heureka. Boah, diese Musik. Yo. Ich auch. So, 20 Minuten. Geht bestimmt schneller. Naja, vorhin habe ich tatsächlich lange gebraucht. Bringt uns zum Heulen. Ja. Jupp. Jupp. Oh. Hallo, Kaya. Mit der Ethik-Film machen. Der Patz. Ja, aber dann haben wir. Oder haben wir dann die geile Musik noch? Ich will diese Musik nicht aufhören. Ich hoffe, die Musik bleibt da unten noch. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Wir werden es sehen. Ansonsten laufe ich da nochmal episch hoch. Okay, sie bleibt. Sehr geil. Ah! Musik ist echt doof. Das Beste, was du verpasst. Weg da. Ich will die Musik wieder hören. Das Beste, was du echt verpasst. Das Epischste vom Epischen. Ah! Ich hasse diese Gegend hier. Aber diese Musik hier ist halt das. Echt. Es ist. Geil. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte.
Ich habe so ein bisschen da die Hoffnung, dass es vielleicht am Ende noch kommt. Ich möchte einfach gerade nicht reden. Merkt man gar nicht. Nein! Kacke. Okay. Nein! Ich wollte gerade sagen, bleibt die Musik jetzt auch noch für die... Willkommen in meinem Vakuum. Weil sonst hätte ich gesagt, Alter, ich spiele die Indie nur noch. Einen Platz haben.